Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Morgen etwas zu früherer Stunde. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel. Die englische Wochen haben das so an sich, dass es Schlag auf Schlag geht. Wir sind morgen am Dienstagabend zu Gast beim 1. FC Union Berlin, mit dem wir zusammen in die Bundesliga aufgestiegen sind. Drei Spiele sind noch zu gehen in dieser Saison. Wie wir das Spiel in Steffens Heimat angehen wollen, bitte, Coach, dein Statement. Ja, hallo erstmal. Ja, ich glaube, jetzt geht es erstmal nicht darum, wie wir das Spiel angehen sollen, sondern jetzt erstmal um ein paar Zahlen. Kilian und Schonlau weiter verletzt, Sabiri und Michel gesperrt fürs Spiel. Dafür rücken Mamba und Hünemeyer wieder in den Kader zurück. Das sind die Situationen, die wir im Moment in personeller Hinsicht haben. Worum es gehen wird, ist natürlich, wenn wir mal die letzten beiden Heimspiele sehen, die dann schon wehtun, auch nicht nur die Art und Weise, Dortmund war über weite Strecken gut, aber die Art und Weise Bremen war nicht gut und das darf uns nicht passieren, das kann uns nicht passieren, weil wir uns natürlich auch in einem sehr langen Zeitraum was erarbeitet haben, ein Gesicht geschaffen haben und die Leistung gegen Bremen war dann nicht dementsprechend, wie wir uns das vorgestellt haben. Da liegt natürlich auch dann der Schlüssel drin, dass wir anders auftreten müssen in Berlin, ist klar. Berlin hat das letzte Auswärtsspiel gewonnen, können mit einem Sieg gegen uns alles klar machen, um dann die Liga endgültig zu halten. Und da müssen wir natürlich gegenwirken. Das ist eine sehr spielerisch nicht vielleicht die beste Mannschaft, aber sie haben einen ganz klaren Plan nach vorne. Sie arbeiten sehr hart gegen den Mann, arbeiten viel mit langen Bällen, sind immer wieder in der Lage, Gegner unter Druck zu setzen, Zweikämpfe zu gewinnen, sind sehr, sehr stark bei Standards, machen in Köln aus beiden Toren Standards. Oder dann aus dem zweiten Ball das 2-0, sind sehr kompakt und da liegt es natürlich dran, auch Lösungen zu finden, weil es geht darum, dann dahin zu fahren, um gewinnen zu wollen und das auch zu zeigen, weil gerade nach dem letzten Spiel muss das unser Anspruch sein, dass wir zeigen, dass wir nicht nur in dieser Liga waren, um dabei zu sein, sondern wirklich auch konkurrenzfähig zu sein. Das waren wir über weite Strecken, das haben wir über weite Strecken gezeigt, aber hier geht es darum, dann wirklich auch unser Gesicht zu zeigen und das erwarte ich. Und da freue ich mich drauf. Wir haben das Spiel gestern dann auch länger ausgewertet, was dazugehört, was normal ist. Und jetzt wollen wir wirklich mit Vollgas dann in Berlin dann wirklich auch dementsprechend auftreten. Danke erstmal. Ja, Steffen, vielen Dank auch. Es gibt schon eine ganze Reihe von Fragen. Wir arbeiten die gerne nacheinander ab. Starten mit dem WDR, Mareike Zeck. Guten Morgen in die Runde, guten Morgen zurück. Herr Baumgart, die Spiele folgen im Moment Schlag auf Schlag. Wie sehr steckt Ihnen die deutliche Niederlage gegen Bremen noch in den Knochen? Du hast schon ein Stück weit darauf geantwortet. Ich denke, wir ziehen die zweite Frage gleich mit dazu. Was wünschen Sie sich oder erwarten Sie von Ihrer Mannschaft für die verbleibenden Spiele? Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, es ist alles abgehakt, weil es gibt dann Ergebnisse, es gibt dann Arten von Spielen, die man nicht so schnell abhaken kann. Bremen gehört dazu. Ich hatte als Trainer bisher das Glück, solche Spiele nicht oft in Paderborn zu erleben, meines Erachtens noch gar nicht, auch in dieser Gesamtheit und da liegt auch meine persönliche Enttäuschung drin, aber auch das gehört im Sport dazu, wir können nicht, wir sind keine Maschinen, wir können nicht rausgehen und alles immer dementsprechend hinbekommen, wie wir uns das vorstellen und damit müssen wir umgehen, das haben wir gemacht, damit gehen wir auch um und was ich von meiner Mannschaft erwarte, ist einfach das, dass wir das zeigen, was wir über weite Strecken gezeigt haben, wir unseren Fußball spielen, bei uns bleiben, uns gegenseitig unterstützen, helfen und mutig nach vorne spielen. Und wenn wir nach vorne spielen, und das war auch gegen Bremen so, dann auch mal wirklich versuchen, das Tor wirklich zu machen und aufs Tor zu schießen und nicht noch einen Haken zu machen oder zu spät zu reagieren. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir dabei bleiben und dass wir dann auch wieder mutig sind, weil, wie sagt man immer so schön, man hat nichts zu verlieren. Doch, man hat eine ganze Menge zu verlieren. Und ich wünsche mir einfach, dass die Jungs befreit aufspielen, dass sie das zeigen, was sie über weite Strecken gemacht haben. Und da erwarte ich dann auch einiges von der Mannschaft. Ja, Steffen, vielen Dank. Matthias Reichstein vom Westfälischen Volksblatt schließt sich an. Wie analysiert man in wenigen Tagen ein 1:5 und richtet dabei gleichzeitig die Mannschaft wieder auf? Steffen, bitte.
Das Aufrichten der Mannschaft, muss ich sagen, ist mir gestern, glaube ich, noch nicht so gelungen. Wir haben zwar über das Spiel gesprochen, haben natürlich auch versucht, nicht Lösungen anzubieten, sondern zu analysieren, warum ist uns das passiert oder warum sind uns einige Dinge nicht gut gelungen. Ich glaube, das ist klar. Und die Mannschaft aufzurichten jetzt gleich nach so einer kurzen Zeit, das wird dann heute geschehen, das wird morgen geschehen. Und die Mannschaft wird dann auch mit dem nötigen Selbstvertrauen in Berlin auftreten. Aber dass man jetzt so ein Spiel so schnell abhakt, der Typ bin ich nicht. Und ich glaube auch, das ist verständlich. Michael Richter vom Kicker schließt sich an. Trotz Erleichterung über den Restart, wie bitter ist es für den Wahl-Berliner, speziell in einer leeren alten Försterei zu Gast zu sein? Das fehlt uns allen, die Stimmung. Gerade auch in den Momenten Restart, wir können gerne darüber reden, aber ich glaube, man hat erkannt, dass gerade die kleineren Mannschaften größere Probleme damit haben, wenn ihnen die Stimmung fehlt. Was für eine Stimmung in einer alten Försterei sein kann, das wissen wir. Aber auch hier in Paderborn, uns fehlen gerade auch in wichtigen Momenten dann die Zuschauer, die Fans, die uns dann auch getragen haben. Und deswegen ist es aber nicht bitter, sondern wir sind froh, Fußball zu spielen. Ich finde, wir haben es, die Vereine, DFL hat das sehr gut gemacht. Ich glaube, wir sind Beispiel für viele andere, dass wir überhaupt spielen können. Und das war das Hauptziel. Und jetzt muss man natürlich darauf hinarbeiten, dass wir wieder mit Zuschauern agieren können. Aber wir können nicht jedes Mal rumheulen, dass uns die Zuschauer fehlen. Das haben wir mehr als einmal gesagt. Ich glaube auch, das ist für alle klar, die Fußball spielen. Da geht es dann auch darum, die Emotionen mit dabei zu haben. Die sind im Moment nicht so gegeben. Aber wir freuen uns in erster Linie, dass wir unseren Sport ausführen dürfen. Und das ist das Wichtigste. Ja, Steffen, vielen Dank. Kommen wir zur Neuen Westfälischen. Uwe Müller schließt sich an. Herr Baumgart, rein rechnerisch gibt es noch eine minimale Chance auf die Relegation. Glauben Sie noch daran? Und wenn ja, wie kann man das den Spielern noch vermitteln? Herr Müller, es gibt eine rechnerische Situation, die sagt, dass wir 8 Punkte Rückstand haben. Das würde bedeuten, wir müssen 3 Spiele gewinnen und alle über uns müssten alle Spiele verlieren. Ich glaube, das ist fast unmöglich. Und deswegen kann ich gerne über Glauben reden und solange es möglich ist, werden wir auch verfolgen, diese Spiele zu gewinnen. Aber es geht nicht darum, den Glauben aufrechtzuerhalten, sondern unser Gesicht und das, was wir gezeigt haben, das, was wir bringen wollen. Und wie gesagt, es sind 9 Punkte möglich, wir können 9 Punkte holen. Aber jetzt von Glauben zu reden, dass jetzt die Wende kommt für 9 Punkte, der Typ bin ich nicht. Sondern wir haben über weite Strecken der Liga nicht die Punkte geholt, wir haben über weite Strecken gute Leistung, sehr gute Leistung gebracht und es hat nicht gereicht und wir werden das weiterbringen müssen und wir wollen aus den nächsten Spielen viele Punkte holen. Ja, wir wollen in Berlin gewinnen, wir wollen das Heimspiel gegen Gladbach, das letzte gewinnen und wir wollen in Frankfurt gewinnen. Das muss das Ziel sein, das sind die Ziele. Ob es reicht oder ob es nicht reicht, spielt da keine Rolle mehr, sondern es geht wirklich darum, unseren Fußball zu zeigen und das war gegen Bremen nicht der Fall, nicht mal ansatzweise. Das war der Fall in Leipzig, da haben wir es gemacht, über weite Strecken Dortmund und das kann nur unser Ziel sein und über alles andere müssen wir dann meines Erachtens auch nicht reden, weil das ist dann nur Gerede. Matthias Reichstein stellt die Mannschaft gerne selbst auf, ohne Uwe Hünemeyer wird sicher in die Startelf zurückkehren, Strelli Mamba auch. Wir können davon ausgehen, dass beide eine große Möglichkeit haben, aufzulaufen. Hüne definitiv in die Innenverteidigung zurückkehren. Strehli, die Möglichkeiten sind da, gerade auch mit dem Ausfall von Svenny. Gehe ich davon aus, dass beide eine große Möglichkeit haben werden, am Dienstag aufzulaufen. Michael Richter vom Kicker guckt schon mal auf die nächste Saison. Welchen Einfluss nehmen die verbleibenden Spieler darauf, mit welchen Spielern es nächste Saison beim SCP weitergeht? Herr Richter, ich würde gerne mal ein bisschen anders antworten. Es heißt ja immer, wer wohin geht. Ich glaube, dass wir viele Spieler haben, die den Wunsch haben, weiter in höheren Bereichen zu spielen. Aber ich sehe das im Moment noch nicht. Ich sehe, dass sie bei uns sind. Ich sehe, dass sie bei uns Vertrag haben. Und ich sehe auch, dass wir, und das muss man ja verkennen, wir dürfen ja jetzt nicht das eine Spiel als Anlass nehmen und jetzt hier alles schlecht reden. So ist es nicht. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt für unsere Verhältnisse. Und die Jungs haben meines Erachtens in vielen, vielen Spielen alles rausgehauen, was sie hatten. Und das ist das, was auch für nächstes Jahr der Ansatz sein muss. Dass es einen Umbruch geben kann, Umbruch geben wird, das werden wir sehen. Aber wir werden jetzt hier nicht anhand eines Spiels allen Spielern erklären, was sie nicht konnten, sondern die Spieler haben sich gut entwickelt. Wir haben uns weiter ein Gesicht gegeben. Wir haben viel erreicht in diesem Jahr.
Ja, wenn die Krise nicht gewesen wäre, wären wir schuldenfrei gewesen als Verein. Wir haben die Marktwerte gesteigert der Spieler. Wir haben uns weiter stabilisiert im deutschen Profifußball. Das waren alles Ziele, die wir hatten. Und die werden wir auch jetzt nicht einfach uns wegnehmen lassen. Und darauf wird es auch gehen. Und darauf werden wir auch im nächsten Jahr aufbauen. Wir werden gucken, dass wir eine schlagfertige Mannschaft zusammenkriegen. Und dann wollen wir eine gute bis sehr gute Zweitligasaison spielen. Welche Ziele wir dann haben werden, das besprechen wir dann wirklich, wenn wir soweit sind. Danke, Steffen. Michael Richter schließt noch eine Personalie an. Wie gut stehen die Chancen auf einen Startelf-Einsatz für Ben Zolinski? Die stehen wie, ich sag mal, in den anderen Spielen auch. Ich hatte Benno jetzt nicht immer von Anfang an berücksichtigt, weil auch immer jemand ist, wenn er reinkommt, der dann immer auf dem Punkt da ist, der dann sehr gute Leistungen bringt. Deswegen ist die Entscheidung nicht gefallen, ob er von Anfang an auflaufen wird oder nicht. Aber Benno trainiert sehr, sehr gut. Auf Benno kann ich mich jederzeit verlassen und deswegen ist er immer ein Kandidat für die Startelf. Ob wir es am Dienstag so machen werden, das behalte ich mir noch offen. Kommen wir in Richtung Berlin. Sebastian Karkos. Hallo Steffen, wie sehr schmerzt es ausgerechnet in der alten Försterei absteigen zu können? Also wenn wir absteigen, werde ich nicht an der alten Försterei absteigen, sondern dann haben wir ein ganzes Jahr es nicht geschafft, die nötigen Punkte zu holen. Außerdem kann ich jedem erklären, dass ich das schon mal an der alten Försterei gehabt habe, indem ich mit dem Derby mit Hansa Rostock 5-4 an der alten Försterei verloren habe, nach 2-0 Führung. Das war zu dem Zeitpunkt das Schmerzhafteste, was ich erlebt habe. Und diesmal geht es darum, an der alten Försterei nicht abzusteigen, sondern zu gewinnen. Und darüber mache ich mir Gedanken. Matthias Reichstein kommt nochmal. Mitaufsteiger Union hatte sich vor der Saison auch Bundesliga-Erfahrung ins Team geholt. Hätten Sie darauf im Vorfeld der Serie auch noch mehr drängen müssen? Herr Reichstein, wenn wir in die Aufarbeitung der Saison gehen, dann wird einiges aufarbeitet, was wir gut gemacht haben und was wir nicht gut gemacht haben. Jetzt im Nachhinein darüber zu reden, hätten wir mal und hätten wir es anders gemacht, ist mir dann zu einfach. Wir sind davon ausgegangen und auch ich bin davon ausgegangen, dass wir in der Lage sind, konkurrenzfähig in dieser Liga zu sein. Das waren wir nicht und darüber muss gesprochen werden. Das hat mit vielen Ursachen zu tun. Aber und auch dann vielleicht mit der Entwicklung oder mit dem, was der Trainer hätte fordern können oder nicht fordern können. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, sondern wir werden uns dann in Ruhe hinsetzen, werden gucken, was wir gut gemacht haben, was wir besser machen müssen. Aber das gehört nach einer Saison im Positiven wie im Negativen dazu. Trotzdem sage ich, wir haben in diesem Jahr viel erreicht, viel geschaffen und viel auch hinbekommen von dem, wie wir uns das vorgestellt haben. Nicht die Punkte, aber in vielen, so wie wir gesagt haben, wie wir auftreten wollen, was wir zeigen wollen. Und das ist wichtig für mich und das wird auch für die nächsten drei Spiele sehr wichtig werden für mich. Danke, Steffen. Kommen wir nochmal zum WDR. Sie sagten eben, es sei nicht so, dass man in den letzten Spielen nichts mehr zu verlieren habe. Sie hätten noch einiges zu verlieren. Was ist das, was über die Klasse hinaus auf dem Spiel steht? Wenn du in einer Situation bist, die für viele nach außen schwierig steht oder schwierig ist, so wie für uns gerade, wenn du in einer Situation bist, wo man vielleicht sagt, das Ergebnis steht fest, dann zeigen sich Charaktere. Ich nehme ein Beispiel. Wir sind abgestiegen gewesen aus der dritten Liga und hatten das Pokal-Westfalen-Spiel hier gegen Lotte und haben ein Riesenspiel nach einem doch herben sportlichen Niedergang in Osnabrück, haben wir hier im Westfalen-Pokal Lotte, ich sag mal, mit 3-1 an der Wand gespielt. Und das ist das, was ich sehen will. Charakter von den Jungs, Charakter von uns allen, dass wir sagen, passt auf, die Situation ist so, da haben wir uns rein manövriert, aber wir hören nicht auf. Wir spielen unser Spiel, wir werden unser Gesicht zeigen und das ist wichtig. Und man kann gerade in solchen Situationen, wenn es nicht gut läuft, wenn man vielleicht schon am Absaufen ist, erkennt man viel von dem, was im Leben wichtig ist. Erkennt man Charaktere, da erkennt man Leute, die dann wirklich bis zu Ende dabei bleiben und man erkennt auch Leute, die sich dann zurückziehen. Und das ist im Sport sehr, sehr wichtig, solche Erfahrungen zu machen und dann auch genau hinzugucken. Und da freue ich mich drauf, dann wirklich die nächsten drei Spiele anzugehen, als das, was es ist. Drei Fußballspiele, die man gewinnen kann und drei Fußballspiele, die man auch zeigen sollte, dass man die gewinnen will. Und das wollen wir sehen. Das möchte ich sehen und ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, man kann immer noch viel verlieren. Sebastian Karkos kommt nochmal. Ist der Respekt von Union gegenüber Paderborn größer als umgekehrt? Der SCP gewann 2018, 2019 als einzige Mannschaft überhaupt in der alten Försterei. Urs Fischer hat in drei Partien nicht gegen Paderborn siegen können.
Ja, aber in drei Partien, muss man sagen, waren meines Erachtens gerade beide Heimspiele hier, haben wir nicht überzeugt und hätten auch beide Heimspiele hier verlieren können. Das Spiel in der Alten Försterei war für uns der Sprung in die Bundesliga. Ja, wir haben dann zu dem Zeitpunkt alle oberen Teams in der zweiten Liga geschlagen und da war Union ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns. Aber Respekt haben beide Mannschaften, glaube ich, füreinander. Beide Vereine sind einen ähnlichen Weg gegangen und haben auch viel erreicht. Und ich glaube, der Respekt ist immer da, gerade auch in diesen Bereichen. Und wer mehr oder weniger hat, ich glaube, das kann man nicht aufwiegen, wie gesagt. Es geht darum, ein Spiel zu gewinnen. Das geht für beide Mannschaften dann darum. Und das muss auch zu sehen sein. Ja, Steffen, vielen Dank. Ich gucke noch mal auf den Monitor, sehe keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank auch an die Journalisten, die sich beteiligt haben. Und für die meisten, wir sehen uns dann in Berlin. Dankeschön.